Hallo und wieder ganz herzlich willkommen hier auf dem Marcel Herzog Kanal. Mein Name ist Marcel Herzog, ich bin Autor, Flirt und Kommunikationscoach und ich bin saugut drauf. Und wir haben heute das Thema Freundschaft zwischen Mann und Frau. Wunderbar. Darauf erstmal einen Schluck. Trick 17. Mit Whisky schäumt's nicht so. Julian! Ha, sehr schön. Das ist auf jeden Fall eines der ganz heiß diskutierten Themen. Kann ein Mann mit einer Frau, eine Frau mit einem Mann gut befreundet sein und kann das alles wunderbar laufen? Ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ gering. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so gering ist, wie wenn man im Loch Ness ein Rudel Plesiosaurus findet auf einmal. Aber es ist schon relativ gering. Ja. Und es hat eigentlich relativ einfache Gründe. Meistens ist es so, dass ein Mann mit einer Frau befreundet sein möchte, weil er glaubt, weil auch in dieser Gesellschaft sehr häufig einfach ihm erklärt wird, siehe zum Beispiel das Video mit Annie und Gnu, sei lieb, sei nett, sei kuschelig, lies einer Frau am besten alle Wünsche von den Lippen ab und irgendwann befördert sie dich zu ihrem Freund und vielleicht, wenn du ganz viel Glück hast, zu ihrem Ehemann und ihr führt eine lange, langfristige, glückliche Beziehung, bis dass der Tod euch scheidet. Und es ist tatsächlich, also hin und wieder kommt sowas tatsächlich vor, ja? Dass halt eine Frau mit einem Typ befreundet ist und dass irgendwann sie dann halt erkennt, hey, das ist tatsächlich, das ist der Mann fürs Leben. Ja, und dann ist es wunderbar und alle sind glücklich. Aber in der Regel, meistens, auch so wie ich das erlebe, ist es eben nicht so. Ja. Sehr viele gescheiterte Männer kommen zu mir, die wirklich Jahre ja, einer Frau hinterherrennen, mit ihr ein mega gutes Verhältnis haben, befreundet sind seit Jahren. Sie hat immer wieder neue Freunde und der Typ ist einfach komplett out of radar. Ja. Also sie ist einfach... Sie sieht ihn halt überhaupt nicht mehr als Mann, ja, und überhaupt nicht mehr als potenziellen Partner, sondern er ist halt einfach zu einer guten Freundin geworden. Und viele Männer leiden massiv darunter. Es ist ja zum Beispiel unter dem Nice-Guy-Syndrom in der Pickup-Community oder so bekannt. Oder viele sagen halt auch Satellit dazu, ja. Ein Mann, der immer wieder um eine Frau, um den Planet der Frau schwirrt, aber halt nie landet. Ja, und viele, die da betroffen sind, die werden sich da jetzt auch in meine Ausführungen wiederfinden, weil halt viele feststellen, hey, und dann auf einmal knistert es wieder so ein bisschen mit ihr. Ja, und irgendwie entsteht wieder so die eine oder andere Hoffnung, ja, weil sie dann vielleicht die eine oder andere Anspielung macht. Und der Mann, ja, hat das Gefühl so, oh, jetzt könnte es vielleicht endlich klappen, nach Jahren. Ja, eventuell lande ich jetzt wirklich mal bei ihr. Das sieht jetzt gerade gar nicht schlecht aus. Und kurz bevor man dann zur Landung ansetzt, meldet sie sich einfach nicht mehr. Ja, oder ein anderer Typ taucht auf. Oder irgendwas passiert, ja, dass der Satellit wieder in eine Umlaufbahn geschleudert wird, die weiter weg ist. Ja. Und wenn man dann halt dieses Mädel dann tatsächlich verlassen möchte, ja, und sich vielleicht freimachen will, um andere Frauen kennenzulernen, dann auf einmal steht sie wieder da. Und dann auf einmal entsteht wieder Anziehung und man hat wieder das Gefühl, dass wieder Hoffnungen entstehen. Und diese Dynamik ist mega schwierig und mega schwer zu durchbrechen. Aber im Prinzip ist es genauso ein Punkt, den ich hier jetzt halt auch im Detail mal beleuchten möchte, ja, weil Beziehungen, also solche freundschaftliche Beziehungen zwischen Mann und Frau funktionieren einfach nicht, wenn einer von beiden eine gewisse Anziehung verspürt, eine sexuelle Anziehung. Ja? Wenn ein Mann Bock auf eine Frau hat, dann ist es so ziemlich die schlechteste Möglichkeit mit dem niedrigsten Erfolgswert, dass er halt einfach mit ihr erstmal sich befreundet und dass er dann erstmal mit ihr mega viel freundschaftlich Zeit verbringt und halt auch wirklich die ganze Zeit sagt, nein, ich möchte jetzt noch nicht sie küssen, ich möchte das Ganze jetzt nicht auf die nächste Ebene bringen. Weil das, was er tut, ist ja zutiefst
widerstrebt sich ja zu, er tut ja das, was er eigentlich gar nicht will selber, ja. Er unterdrückt ja seinen Sexualtrieb. Er zeigt dir ja quasi nie, hey, eigentlich habe ich wirklich Bock auf dich, eigentlich möchte ich viel mehr als nur Freundschaft, sondern er probiert so langsam schleichend durch die Hintertür bei ihr irgendwie zu landen. Und das ist eigentlich ein Verhalten, das eigentlich keine wirklich dominanten Männer, die auch oft bei Frauen landen, nutzen, ja, diese Paarungsstrategie nenne ich es jetzt einfach mal, sondern das ist halt wirklich eine Strategie, die eigentlich sehr unsichere, sehr emotionale Männer, Männer, die halt auch Angst davor haben, einen Korb zu bekommen, die probieren das lieber so auf die Tour und scheitern damit erfahrungsgemäß halt einfach sehr häufig. Man kann aber natürlich auch nicht unbedingt der Frau jetzt die Schuld für sowas geben, dass sie jetzt einen Mann da irgendwie im Orbit hält und ihn eigentlich nicht landen lässt, sondern für viele Frauen, vor allem Frauen, die halt sehr, sehr hübsch sind, da ist es eigentlich schon fast Standard, dass es sehr viele Männer gibt, so Versorgermänner, Beta-Männer, keine Ahnung, wie man das nennen will, die einfach andauernd um sie rumschleichen und eigentlich immer zur Verfügung stehen, wenn sie gerade irgendwie ein Problemchen hat. Und für sie ist es oftmals einfach das Normalste der Welt, dass sie einfach einen Zugriff auf viele Männer hat, die halt einfach da sind. In der Regel hat sie ja auch gar nicht viel mit denen am Hut. Aber wenn dann mal einer frustriert ist, ja, und dann geht, dann entsteht halt oftmals dann auch so, wow, was für eine Schlampe. Oder, also da kommen dann wirklich auch dumme Sprüche vom Mann, obwohl die Frau ja auch in so einer Situation ganz, ganz häufig das gar nicht wirklich bewusst macht, weil es einfach in ihrer Realität ganz normal ist, dass sie einfach eine Auswahl an Männern hat und die einfach für sie da sind und helfen, wenn sie will. Ja? Und ich kenne das auch von meiner Vergangenheit. Also ich habe da schon Dinge gehört, da muss man sich echt an den Kopf fassen. Ja? Also vor allem halt bei sehr hübschen Frauen. Ja? Die eine, die hat ihren persönlichen Taxifahrer, also wirklich ein richtiger Taxifahrer, der einfach befreundet ist mit meiner guten Freundin und der die mitten in der Nacht, egal zu welcher Tag- und Nachtzeit, for free überall abholt und hinfährt, ohne einen Cent dafür zu bekommen. Was ich echt krass finde. Oder die andere Freundin, die hatte auch immer einen Typ, den sie anrufen konnte und der wirklich nachts aufgestanden ist, auch wenn er komplett am Arsch war, sich ins Auto gesetzt hat, mitten nachts um 4 und sie wirklich durch die Gegend gefahren hat. Also diese Fahrdienste sind, fällt mir jetzt gerade selber auch ein, wohl sowas, was relativ häufig vorkommt bei Mädels. Und dann gibt es natürlich den Standard, ja, ausheulen über irgendwelche Typen, Wohnungen renovieren, streichen, PC neu aufsetzen, Handy backuppen, wenn mal wieder irgendwie der WhatsApp-Speicher überquillt, Akkus irgendwo wechseln, Glühbirnen wechseln. Also es sind wirklich so diese typischen Männer-Standard-Dinger, wo sie dann einfach anruft und sagt, hey, ich brauche dies und das und jenes. Und die Männer stehen dann halt einfach da. Und das ist halt, also sie kann da nichts dafür, weil für sie ist es halt wirklich so ein Teil der Realität. Aber sehr viele Männer leiden darunter, weil sie natürlich denken, hey, ich mache jetzt so eine Art Tauschgeschäft, ja. Ich bin jetzt eine Weile für sie da, ich zeige, was ich für ein toller, netter Typ bin, der zuhören kann, bla 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 bla. Alles, was so Walt Disney-mäßig halt so von einem modernen Mann gefordert wird, ja. Und dann nächste Disco, ja, sie gehen zusammen irgendwie in den nächsten Club. Er holt zwei Drinks für sie und ihn, ja, und zack, steht da irgend so ein Typ, ja, so breit gebaut, braun gebrannt und zack, verschwindet mit ihr und die Männer verstehen die Welt nicht mehr. Ja, und damit ich euch eben davor schütze, kann ich nur noch mal ganz eindringlich sagen, teilen, liken, abonnieren und das Glöckchen nicht vergessen und Freundschaften mit Frauen, die auf sexueller Anziehung basieren, sind keine Freundschaften. Sexuelle Anziehung ist für Freundschaft eigentlich wirklich so das Ausschlusskriterium schlechthin. Heißt es aber, dass Frauen deshalb nicht mit Männern befreundet sein können? Nein. Ja, natürlich gibt es Männer und Frauen, die sehr gut miteinander befreundet sind,
Aber wichtig ist, dass die Freundschaft auf dem gleichen Prinzip basiert, wie auch die Freundschaft mit euren guten Kumpels. Ja? Wenn ihr einen guten Kumpel, also macht euch einfach mal selber Gedanken darüber, wie denn die Freundschaften mit euren Kumpels entstanden sind. Im Prinzip immer relativ gleich. Ihr habt gemeinsame Interessen. Ja? Ihr habt gemeinsame Themen, ihr habt gemeinsame Leiden und gemeinsame Feinde manchmal auch einfach nur. Ja? Und ihr quatscht miteinander, ihr versteht euch, ihr habt eine ähnliche Sicht auf die Welt und ihr habt gemeinsame Themen. Und diese Gemeinsamkeiten sind wirklich eine hervorragende Basis für eine gemeinsame Freundschaft. Aber sobald halt diese sexuelle Komponente da irgendwo entsteht, gibt es halt immer so dieses, ja, sie trifft sich jetzt mit einem anderen Typ, weil der halt auch mit ihr befreundet ist, und sofort entsteht halt so eine gewisse Eifersucht. Der eine ist komisch, der andere versteht es nicht. Warum? Kann natürlich auch andersrum sein. Du triffst dich irgendwie mit einem Mädel und sie schreibt nicht mehr zurück. Ja, man weiß überhaupt nicht, warum ist sie jetzt beleidigt, was ist jetzt los? Und es sind dann halt immer diese Emotionen, die halt daraus entstehen, dass man halt sich Hoffnungen macht, Interesse hat, dass dann irgendwie doch eine gewisse Enttäuschung einhergeht. Und das ist das große Problem. Deswegen Freundschaft mit Mann und Frau, ja, grundsätzlich kann es auf jeden Fall funktionieren. Aber wenn da eine sexuelle Interesse irgendwo vorhanden ist, dann ist es mega schwierig. Ja? Und aus dem Grund achtet einfach darauf, dass ihr da gemeinsame Interessen habt und dass keine sexuelle Anziehung da besteht. Wenn ihr sexuell interessiert seid an einem Mädel, dann zeigt das auch direkt, geht da offensiv dann auch mit um, sagt halt auch ganz klar, hey, ich habe kein Interesse daran, jetzt deine beste Freundin zu werden, dein Seelenmülleimer oder keine Ahnung, was auch immer, ja, oder dir die Wohnung neu zu renovieren, sondern geht da lieber offensiv rein. Wenn ihr einen Korb bekommt, wisst ihr, wo ihr dran seid. Wenn nicht, ist das auch okay, dann habt ihr natürlich dann freies Spiel, ja, aber auf gar keinen Fall durch die Hintertür. Das ist eines der großen Nice-Guy-Fehler, die leider immer wieder gemacht werden und für denen ich euch jetzt hoffentlich auch ein für alle Mal bewahren konnte. In dem Sinn, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, unten auf den Link klicken, da habt ihr die Möglichkeit, nochmal individuell mit mir gemeinsam oder einem aus meinem Team gemeinsam über die Thematik zu sprechen, wenn ihr irgendwas noch nicht verstanden habt, wenn ihr da irgendwie noch Fragen habt oder wenn ihr in einer bestimmten Situation seid, wo ihr sagt, hey, da würde ich gerne mal professionellen Rat haben. Einfach auf den Link klicken, Formular ausfüllen, kostenlose Erstberatung vereinbaren. Ansonsten wie immer teilen, liken, abonnieren und das Glöckchen nicht vergessen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder im nächsten Video. Bis dann, euer Marcel.